Willkommen bei Plan C. Herzlich willkommen bei Plan C. Heute wieder ein kleines Stubenvideo, das ich eigentlich auch nur mache, weil ich gerade meine Pakete ausgepackt habe. Die besten Geschenke macht man sich selber, das wisst ihr ja, obwohl ich mich dieses Jahr Weihnachten nicht beschweren will. Also ich habe richtig gut abkassiert. Aber ich habe mir nochmal was gegönnt bei Amazon. Und zwar mache ich das immer, ich spare mir meine Spesen und hole mir dann so Amazon-Gutscheine und dann hole ich mir ab und zu mal was. Und das will ich euch jetzt mal zeigen, weil ich bin voll begeistert. Richtig geil. Ja, das sind diese drei Dinge. Einmal das Mora Multimaut. Morakjavik, frag mich nicht, schieß mich tot, wie es heißt. Kanzbol, glaube ich. Dann diesen Titantopf. Und einmal von Cold Steel, dieses Tomahawk. Richtig geil. Ich fange mal ganz kurz mit dem Tomahawk an. Also was mich gleich erstmal überrascht hat, der Kopf sitzt gut. Den werde ich nochmal ein bisschen nachbearbeiten müssen. Aber ansonsten sehr gut. Das Finish, was hier drauf ist, ihr seht es vielleicht, in den meisten YouTube-Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, war das alles hochglänzend hier. Das ist jetzt seidenmatt und es sieht so aus, wie eine Axt aussehen soll. Ist von der Dicke her auch eigentlich schon fast dicker, wie ich gedacht habe. Von der Schwere her für ein Beil ultra leicht. Ich bin gespannt, wie sich damit arbeiten lässt. Ich glaube, das ist ein richtig geiles Teil. Das werde ich noch ein bisschen verändern. Der Stiel ist jetzt nichts Besonderes, ist Hickory-Holz, ist aber auch ganz gut gemacht. Also ihr seht das hier, die Maserung läuft halbwegs vernünftig. Ist jetzt kein Schrott oder so, richtig gut gemacht. Richtig geil, ultra leicht, ich bin begeistert. Titantopf und das erste, was mich geflasht hat, ist... Das ist ja abartig, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine Sachen aus Titan. Ich bin Titan-Neuling. Aber Hammer, Hammer. Ich hätte nie erwartet, dass es so einen Unterschied macht. Ich meine, Alu, ich bin eigentlich ein Alu-Fan, aber ihr wisst ja, mit Alu ist so eine Sache. Muss man nicht unbedingt machen oder, naja, manches wird vielleicht auch übertrieben, aber ich will so ein bisschen wegkommen vom Alu und vor allen Dingen will ich meine Ausrüstung leichter machen, deswegen auch das Tomahawk und so. Und dieses Teil ist natürlich ein Riesenschritt, ne? Also Wahnsinn. Man hat, wie gesagt, hier einen Henkel dran, ne? Man kann es hier schön nehmen. So nehmen hier, man kann hier diesen Henkel, kann man auch einklappen. Das kann man klappen, der arretiert auch hier in der Mitte. Man hat hier im Deckel schöne Löcher zum Ausgießen. Ist ungefähr 800 Milliliter, also ungefähr ein Liter, reicht für mich alleine für eine Suppe dicke. Ist so ein kleines Netz dabei, wo man den ganzen Topf reinpacken kann, schön. Wo man den ganzen Topf eben reinpacken kann, ist hier oben so ein kleines Ding zum Zuschnüren, nichts Besonderes. So. Na, aber richtig geil, richtig hammermäßig und ultra leicht, wirklich. Ja, und dann, was mich auch total geflasht hat, das für mich beste Outdoor-Messer, beste Bushcraft-Messer, eigentlich überhaupt mit, sogar, ich würde sogar fast sagen, Survival-Messer vielleicht nicht ganz, da würde ich dann das Garberg nehmen, aber das beste Bushcraft-Messer auf jeden Fall, finde ich, ist dieses hier. Ich hatte den Vorgänger, ich habe den Vorgänger noch, jahrelang im Gebrauch, das hieß damals Mora 2000, ist ein bisschen anders, ein ganz kleines bisschen anders, aber von der Form her hat sich nicht viel geändert, ist genau dasselbe. Ihr seht diesen Anschliff hier und so, ne? Das 2000 war ein bisschen länger und der Anschliff war hier ein bisschen feiner, ein ganz kleinen Tuck anders. Das hier ist, würde ich sagen, konform. Mit den neuen Messerparagraphen konform. Der Griff hat sich ein bisschen geändert, aber auch nicht wirklich viel. Das heißt, er hat immer noch diese schöne Form, dass er hier in der Mitte dicker ist und hier ein Ding. Das heißt, ich kann das Messer einmal so greifen. Ich kann das Messer auch genauso gut so greifen. Ich kann es so greifen. Es ist völlig egal. Der Griff ist richtig genial. Man hat hier hinten auch noch eine Öse, wo man was reinmachen kann. Es hat keinen durchgehenden Erl oder so. Brauche ich auch nicht. Ich will damit nicht batonen oder sonst was. Es ist... Ich weiß nicht, ob man das so einfangen kann. Seht ihr das? Es verjüngt sich vorne zur Spitze. Das heißt, es geht sehr gut ins Fleisch. Es schneidet wie der Teufel. Werde ich euch gleich noch zeigen. Wie gesagt, es ist so ausgepackt. Ich habe es nicht nachgeschärft oder sonst was.
Also, noch schärfer geht's nicht. Hammer. Damit kann ich mich rasieren. Ohne Probleme rasieren. Damit könnte ich mir das Gesicht rasieren. Wahnsinn. Zu allen drei Sachen kommen natürlich nochmal extra Videos. Ich wollte jetzt nur mal so ein kurz gezeigt Video machen. Das wird schon gewesen sein. Nur ein kleines, ja, kurz mal gezeigt Video. Ihr geht raus, geht in den Wald, freut euch auf die ganzen Videos, die ich da machen werde. Weil die werden mit Sicherheit kommen. Richtig geil. Man sieht sich.